Herzlich willkommen zur Episode 19 von Earth 2150 The Moon Project, liebe Zuschauer. Wir spielen die 9. Mission der LC-Kampagne. Der zweite Ring. Projekt Sunlight Beta Sektor. Vernichte den Feind in dieser Region und errichte den zweiten Sunlight Energiesektor. Bereite den Beta Sektor für Sunlight vor. Hallo, Punkt. Mittlerweile kann es nicht den leisesten Zweifel daran geben, dass es die UCS zumindest ungefähr weiß, worum es bei Sunlight geht. Sie versuchen uns von der Xylitversorgung abzuschneiden. Es bleibt ja nichts anderes übrig, als die UCS vollständig aus dem Beta-Sektor zu vertreiben. Darüber hinaus haben wir auch noch einen Finanzierungsengpass in dieser Region. Wir brauchen kurzfristig 40.000 Credits für den Testlauf. Sobald du die UCS zum Rückzug bewegt hast, beginne mit dem Bau einer Mine und zweier Xylitkraftwerke. Wir zählen auf dich. Glück und Gesundheit. Okay, zerstöre die UCS-Basis im Süden, im Südosten, im Südwesten. 40.000 Credits und jeweils zwei Xylitkraftwerke und Minen in den Kratern. Okay. Bitte übermitteln Sie den Befehl. Können wir mit dienen? Okay, ihr seid nur... Ach nee, das sind Meteore. Ich dachte, das wären... Dings gewesen, Detektoren, aber es waren keine. Wir bauen als erstes eine Landezone. Ich weiß ja nicht, wo ich hier bin, aber zu Befehl. Okay. Ah, das sind Meteoren, sind natürlich Flugzeuge. Statischer Angriff und feste Position. Oh. Schnell in die Mission. Und ihr seid dann Steuerung 1 und Gebiet halten. Okay, dann kann ich mit den Meteoren mal den Sektor hier ein bisschen erforschen. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Ah, ziemlich groß sogar. Fliege im Tiefflug. Cool. Dann bauen wir natürlich sofort Gebäude. Und zwar ein... Kann ich schon Xylitkraftwerke bauen? Ja, ich kann. Dann bauen wir sofort ein Xylitkraftwerk. Das ist viel, viel besser als so ein Solarkraftwerk. Weil das Xylitkraftwerk keine Batterien auch erfordert. Okay, ganz hier in die Ecke. Zack. Dann Minen. Ich bin auf dem Weg. Nein, 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 Eve. Wie lautet der Befehl? Alle da rein. Ach Gott. Ziel akzeptiert. Warum konnte ich die da gerade nicht reinschicken? So, weitere Minen bitte. Und noch ein Xylitkraftwerk. Der Transporter ist angekommen. Und danach... Zack, Landezone. Neues Ziel. Neue Richtung programmiert. Ja, und wir haben ja aus der letzten Mission unheimlich viele Credits, die wir jetzt in die Forschung stecken können. Neue Richtung programmiert. Das machen wir dann auch gleich. So, jetzt haben wir hier jede Menge Minen. Alles klar, dann bauen wir als nächstes ein Versorgungszentrum. Der Transporter ist angekommen. Und wir bauen eine Hauptbasis. Dekodierungssequenz gestartet. Akzeptiert. So, erstmal die ganzen, die mit, zack, und dann, was geben wir denn denen? Wir geben denen Elektrogeschütze und wieder einen AA-Raketenwerfer. Plasmaprojektor ist auch cool.
Das ist wahrscheinlich die Waffe, die Fang hat. Und dann noch der hier. Zack. Und du kriegst... du kriegst auch nochmal ein Elektrogeschütz. Oder nee, du kriegst einen Plasmaprojektor. Einfach, weil ich wissen will, ob das vielleicht was bringt. So, die sind alle drin. Dann als nächstes... Was soll ich jetzt tun? Zum nächsten Checkpoint die. Unterwegs. Okay. Und natürlich meine Lufteinheiten hier. Und dann können wir auch schon loslegen in die Mission. Wir schauen derweil mal in die Forschung. Okay, also im Prinzip, wir haben so viel Geld, wir können jetzt alles erforschen, was es gibt. Das machen wir einfach auch. Also, zack. Ja, ich gebe überall, ich erforsche alles, was irgendwie geht. Der Transporter ist angekommen. Auch jetzt ganz gezielt, also ganz mit Absicht, einfach auch ohne Ziel. Ich klicke einfach alles an, was geht. Ohne Reihenfolge ist mir scheißegal. Okay, jetzt haben wir 28 Forschungen, ja? Und die werden wir ganz locker alle machen können. Oh shit, wo sind die zwei? Hier oben, ne? Ja. Bereit für Koordinaten. So, zack. Bam. Neue Richtung programmiert. Wieder zurück in die Basis. Was soll ich jetzt tun? Du sollst hier hingehen. Ausgeführt. Okay, kann ich eigentlich Verteidigungsgebäude bauen, falls die Basis angegriffen wird? Nee, kann ich nicht. Der Transporter ist angekommen. Ja, dann wird es wohl einfach so bleiben müssen. Sequenz gestartet. So, ihr seid alle... Oder? Nein, halt, da sind doch auch noch die Artillerie dabei. Ich fahre los. Ihr seid Steuerung 3. Und der Rest ist Steuerung 1. Ja, es wäre schön, wenn ich meine Einheiten, die ich hier bekommen habe, auch mit Fliege in benachbartes Gebiet. Schildgeneratoren ausrüsten könnte, aber kann ich nicht. Bei den anderen Fraktionen wäre das möglich über die Reparatureinheit. Die hat nämlich auch einen Upgrade-Modus. Oh, Ziel entdeckt? Okay. Neues Ziel. Neue Richtung programmiert. Da ist schon mal einiges los hier. Bereit für Koordinaten. Kann das Ziel erfassen. Oh, die kommen wieder zurück, okay. Und wo ist denn hier der beste Eingang in diese Basis? Auf jeden Fall nicht von Norden. Sollte ich ein paar... Ich kann aber keine Einheiten bauen. Geht nicht. Ich habe keine Credits übrig. Bestätigt. Ja, dann. Ziel akzeptiert. Befreit. Das ganze Ziel wurde ausgewählt. Nächster Befehl, bitte. Ja, da kommt der nächste. Ich bin auf dem Weg. Abschlusscode akzeptiert. Oh, noch mehr. Und das sind unterschiedliche... Oh je, yeah. Die wären fast draufgegangen. Und die kann ich nicht bauen. Wenn ich hier gucke, diese Einheit, dieses Chassis kann ich nicht bauen. Also die muss ich unbedingt retten hier, meine Kreons. Nächster Befehl, bitte. Forschung wurde abgeschlossen. Neue Richtung programmiert. Ah, einen Crater habe ich erforscht, ne? Ja, Crater 1, Schildgenerator. Und was? Nur Banner? Okay, ich habe das schwere Elektrogeschütz noch nicht. Operationsmöglichkeit bestätigt. Fliege in benachbartes Gebiet. Ziel entdeckt. Bitte übermitteln Sie den Befehl. Ich brauche sofort Hilfe. Jo, also da muss ich erstmal eine ganze Weile fahren. Fliege in benachbartes Gebiet. Blick mal bitte bis. Ich brauche sofort Hilfe. Ganz nach Süden. Wow, wow. Alter. Wo kommt man denn da hin? Irgendwie muss man doch auch in diese Basis hier in der Mitte kommen.
Wie lautet Ihre Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Alter Schwede, das sind Sektoren, hä? Mayday, Mayday, fliege im Tiefflug. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Wow. Alter. Das speichere ich mal schnell ab, bevor ich da noch Flugzeuge verliere. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Ziel entdeckt. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Fliege in benachbartes Gebiet. Wie sie mich verfolgt. eine riesige Masse an Flugzeugen verfolgt mich. Wie ich die ganze Karte abscoute. Wann die wohl umdrehen? Kann das Ziel erfassen? Schwere Raketenwerfer. Aber sie sind alle viel zu langsam für meine Flieger. Wie lautet der Befehl? Vorwärts. Hierhin. Weil jetzt mit Sicherheit einige Einheiten direkt gleich hier oben sein werden. Oh ja. Ich bin auf dem Weg. Bestätigt. Feuerbefehl akzeptiert. Rein. Ist ganz in der Nähe. Wie lautet Ihre Entscheidung? Wir machen mal langsam. Das müssen wir nicht in dieser Geschwindigkeit machen. Ja, aber ich habe trotzdem immer noch keine rechte Antwort darauf, wie ich in diese große Basis in der Mitte komme. Und ich glaube, ich komme da gar nicht hin. Ich komme nämlich, glaube ich, nur, indem ich über die anderen zwei Basen gehe dahin. Operation auf dem Weg, bestätigt. Tja, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich nicht irgendwelche Einheiten zurückbehalten muss. Ich denke, ich werde die Lufteinheiten an meiner Basis behalten. Wie lautet der Befehl? Akzeptiert. Der Feind ist ganz in der Nähe. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Under attack. Need help right away. Evakuierungssequenz gestartet. Ihr fahrt mal bitte nach hinten. Euch brauche ich noch. Feuerbefehl akzeptiert. Ich bin auf dem Weg. Neues Ziel. Mal kurz checken, ob hier irgendeiner ist. Scheint nicht so. Neue Richtung programmiert. Nächster Befehl bitte. Ziel wurde ausgewählt. Ich fahre los. Wie lautet der Befehl? Vorwärts. Enemy spotted. Vorwärts. Ziel wurde ausgewählt. Ich werde angegriffen. Ziel akzeptiert. Der Feind ist in Reichweite. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Los. Forschung wurde Regulierungssequenz gestartet. Abschusscode akzeptiert. Ich brauche sofort Hilfe. Regulierungssequenz gestartet. Feuerbefehl akzeptiert. Vorwärts. Der Feind ist in Reichweite. Ziel wurde ausgewählt. Ich brauche sofort Hilfe. Nächster Befehl bitte. Ziel wurde ausgewählt. Ich werde angegriffen. Dekodierungssequenz gestartet. Ziel wurde ausgewählt. Weg. Ich werde angegriffen.
Ja, zurück. Ihr seid mir hier zu... Ach, gefährdet. Reaktionsmöglichkeit bestätigt. Naja, bei denen, die keine Schilder haben, weiß ich, dass sie ohnehin ältere Einheiten sind. Ziel wurde ausgewählt. So, machen wir das mit der Artillerie. Verlieren wir kaum was. Bam. Reaktionsmöglichkeit bestätigt. Wir öffnen jetzt das Feuer. Ja, natürlich. Vorwärts. Feuerbefehl akzeptiert. Sie sind hier. Ja, ja, gut. Sequenz gestartet. Ich will nicht sterben. Feuerbefehl akzeptiert. Wo ist denn da bitte? Irgendwo muss doch da ein Baufahrzeug sein. Der Feind ist im Reich, jetzt das Feuer. Ich will nicht Nächste sterben. Befehl bitte. Vorwärts. Nicht sterben. Ja, natürlich. Zurück! Ich brauche sofort Hilfe. Dekodierungssequenz gestartet. Akzeptiert. Abschusscode akzeptiert. Ich fahre los. Abschusscode akzeptiert. Nächster Befehl bitte. Kommt direkt das nächste. Ziel wurde ausgewählt. Abschusscode akzeptiert. Ich muss mal hier diesen. Akzeptiert. Ich muss diesen komischen Shadow-Turm hier abknallen, damit ich mal das Baufahrzeug treffe. Der Feind ist in Reichweite. Ziel wurde ausgewählt. Abschusscode akzeptiert. Bam. Bodenschätze befördert. Akzeptiert. Operationsmöglichkeit bestätigt. Abschusscode akzeptiert. Ich fahre los. Nein, nicht dahin fahren. Wie lautet der Befehl? Ich bin auf dem Weg. Abschusscode akzeptiert. Feind ist in Reichweite. Ich werde angegriffen. Dekodierungssequenz gestartet. Wir öffnen jetzt das Feuer. Ich brauche sofort Hilfe. Feuerbefehl akzeptiert. Nächster Befehl bitte. Ganz in der Nähe. Ich brauche sofort Hilfe. Ich werde angegriffen. Ich bin wieder zurück. Weg. Ich brauche sofort Hilfe. Feuerbefehl akzeptiert. Der Feind öffnet jetzt das Feuer. Sofort Hilfe. Ziel wurde ausgewählt. Wie lautet der Befehl? Ich fahre los. Ich werde angegriffen. Ziel wurde ausgewählt. Ich werde angegriffen. Ich bin auf dem Weg. Nächster Befehl. Ich werde angegriffen. Die Einheit ist nicht zu retten. Neue Befehle kodiert. Ich brauche sofort Operationsziel als bestätigt. Feuerbefehl akzeptiert. Wie lautet der Befehl? Abschusscode akzeptiert. Kann ich was bauen? Ja, aber nicht besonders viel. New Hope. Oh, ich kann eine New Hope bauen. Ein Fat Girl. Ich baue mir eine New Hope.
Wie lautet der Befehl? Der Feind ist ganz in der Nähe. Abschusscode akzeptiert. Bestätigt. Ziel akzeptiert. Nächster Befehl bitte. Abschusscode akzeptiert. Ja, natürlich. Wie lautet der Befehl? Ist ganz in der Nähe. Operationsmöglichkeit. Ziel wurde ausgewählt. Produktion wird auf dem Weg. Und zurück! Nein! Oh Mann! Warum fahren die so weit nach vorne? Das sind so viele Ziele davor. Ich brauche sofort Hilfe. Irgendwo stehen immer Prioritäten bei den Einheiten. Was wichtiger ist als. Ziel wurde ausgewählt. Ich werde angegriffen. Forschung wurde abgeschlossen. Dekodierungssequenz gestartet. Ich werde angegriffen. Mal gucken, wenn wir speichern, wo sind wir da? 3130 und wenn wir laden. Ja, nee, das ist fast 5 Minuten, 4 Minuten. Das ist mir zu weit. Operationsmöglichkeit besteht akzeptiert. Feuerbefehl akzeptiert. So, und du machst dich jetzt bitte über die Zivilproduktion her. Nächster Befehl bitte. Operationssektor entdeckt. Schießt als allererstes auf die vielen Türme. Ich werde angegriffen. Wieder der Befehl akzeptiert. Oh yeah. Ja, ich habe schon gesehen, ich habe mal wieder einen Versorgungstransporter verloren. Ich brauche sofort Hilfe. Produktion hat Produktionsmöglichkeit bestätigt. Ich brauche sofort hier, wir öffnen jetzt das Feuer. Ich muss denen immer sagen, was sie angreifen sollen, weil sie irgendwie viel zu wenig schießen und zu wenig rumfahren. Zu viel zu nah hinfahren. Der Feuerbefehl akzeptiert. Weil sie wollen diese blöden Reparatureinheiten angreifen. Deswegen fahren sie so weit nach vorne. Wie lautet der Befehl? Aktion hat begonnen. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Der Feind ist im Reichweite. Produktion beendet. Bodenschätze gefunden. Abschusscode akzeptiert. Ich brauche sofort Hilfe. Abschusscode akzeptiert. Ich brauche sofort Hilfe. Ich bin auf dem Weg. Wir öffnen jetzt das Feuer. Der Feind ist ganz in der Nähe. Ich werde angegriffen. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Operationsmöglichkeit bestätigt. Vorwärts. Abschlusscode. Ich brauche sofort Hilfe. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Nächster Befehl bitte. Ich
fahre los. Der Feind ist in Reichweite. Ja, zu Befehl. Nächster Befehl bitte. Ich brauche sofort Hilfe. Operationssektor entdeckt. Kann ich bauen? Ja, endlich. Sofort Hilfe. Ja, ja. Du kriegst sie. Produktion hat gesagt, der Befehl. Ich werde angegriffen. Nächster Befehl bitte. Ziel wurde ausgewählt. Ist in Reichweite. Vorwärts. Operationsmöglichkeit bestätigt. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Nicht so weit nach vorne, nicht so weit nach vorne. Die sehen schon wieder die... Ah, Trigger Happy, wie sie... Akzeptiert. Operationsmöglichkeit besteht das Feuer. Weil sie da drüben noch so viele Kraftwerke rumstehen haben, dass sie die dreimal die größere Basis davon haben könnten und immer noch genug Energie. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Kann ich? Der Feind ist in Reichweite. Operationsziel wurde ausgewählt. Ziel wurde ausgewählt. Operationsmöglichkeit bestätigt. Aber die scheinen mich nicht anzugreifen. Fliege im Tiefflug. Dann bin ich mal so mutig und nehme meine Flugzeuge mit nach vorne. Wie sieht es mit den Versorgungs... Okay. Alles klar, das sind noch drei. Der Feind ist in Reichweite. Da kommen ein paar Salamander. Nächster Befehl bitte. Abschusscode akzeptiert. Ziel wurde ausgewählt. Dekodierungssequenz gestartet. Akzeptiert. Ich will nicht sterben. Ich werde angegriffen. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Wie lautet der Befehl? Ziel wurde ausgewählt. Produktion beendet. Produktion hat begonnen. Dekodierungssequenz gestartet. Ziel wurde ausgewählt. Wie lautet der Befehl? Der Feind ist ganz in der Nähe. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht ein bisschen aushelfen können mit den Flugeinheiten, dass die nicht immer hier irgendwie, dass meine Versorgungstransporte nicht immer in Gefahr geraten. Ziel wurde ausgewählt. Ist ganz in der Nähe. Dekodierungssequenz gestartet.
Ich bin verstanden. Akzeptiert. Alle Waffen auf Ziel gerichtet. Ich will nicht sterben. Ja, natürlich. Operationsmöglichkeit bestätigt. Ich werde angegriffen. Bestätigt hier. Boah, wie riesig diese Basis um den ganzen Krater rum. Abschusscode. Dekodierungssequenz gestartet. Vorwärts. Abschusscode akzeptiert. Der Feind ist ganz in der Nähe. Ich bin auf dem Weg. Nächster Befehl bitte. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Sie den Befehl. Fliege im Tiefflug. Dekodierungssequenz gestartet. Abschusscode akzeptiert. Ziel akzeptiert. Operationsmöglichkeit bestätigt. Dekodierungssequenz, wir eröffnen jetzt das Feuer. Ich bin auf dem Weg. Keine Ahnung, wo der noch... Ach, das ist ja noch mehr Kraftwerke! Wie lautet der Befehl? Wir eröffnen jetzt das Feuer. Bereit für Koordinaten. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Neue Richtung programmiert. Oh, hier ist die Brücke kaputt. Ja, und wie kommt man denn da unten rein in den mittleren Krater? Wahrscheinlich nur, entweder ist hier irgendwo hier was, oder man muss über die Tunneleingang gehen. Bereit für Koordinaten. Ziel ausgewählt. Mach die Mark platt. Ist hier in der Mitte irgendwo ein Tunneleingang? Nee, muss auch nicht sein. Dekodierungssequenz gestartet. Ziel auf.
Operationsmöglichkeit Vorwärts. Bestätigt. Okay, hier drüben sind noch was akzeptiert. Sachen. Forschung wurde abgeschlossen. Verstanden. Operationsmöglichkeit bestätigt. Ja, natürlich. 1600, was könnten wir denn davon kaufen? Ja, Moons, ne, nicht wirklich. Ich warte, bis ich wieder kann. Dekodierungssequenz gestartet. Okay. Ich fahre los. So, was ist das gewesen? Bodenschätze gefördert. Naja. Ah. Okay. Dann darf er das ruhig machen. Von da aus. Da ist er sehr geschützt. Da wird er nicht angegriffen. Ich bin auf dem Weg. Hierhin bitte. Macht er nicht. Okay, schauen wir in die Ziele. Okay, UCS-Base im Südosten ist zerstört. 40.000 Credits, alles klar. Apropos Credits. Vorwärts. Das können wir jetzt machen. Die Minen hier einmal verkaufen. So, wie viel... Die ist auch erschöpft, okay. Die hier noch nicht. Aber die hat auch nicht mehr viel. So, also Xylitkraftwerke. Mein Mann, das wären jetzt so viele Minen. Aber das ist egal. Was? Gebäude verloren gegangen. Ah. Ich dachte, ich wusste, irgendwann passiert's. Irgendwann passiert's. Der Feind ist in Reichweite. Ich werde angegriffen. Bauen wir. Ja, gut. Im Moment müssen wir noch keine Landezone bauen. Also, ich sollte schon. Erstmal die hier in der Mitte zerstören, weil wenn ich die in Südwesten zerstöre, dann fliegen meine Transporter die ganze Zeit über diese... Ziel akzeptiert. Wie lautet der Befehl? Wir eröffnen jetzt das Feuer. Aha. Okay, wir haben wieder zurück. Ihr müsst sowieso durch den Tunneleingang fahren. Ja. Wie lautet Ihre Entscheidung? Fliege im Tiefflug. Was wollte ich? Bodenschätze gefördert. Tun? Ja, ich wollte Minen bauen. Bodenschätze gefördert. Forschung wurde abgeschlossen. Okay. Dekodierungssequenz gestartet. Dekodierungssequenz gestartet. Ist der hier fertig mit dem Minen hinstellen? Na, noch nicht ganz. Ah, übrigens, ja, genau. Forschung. Gibt es irgendwas Neues zu erforschen? Nein. Oder zu konstruieren. Ah, ich kann einen Meteor mit Luftraketenwerfer auch noch bauen. Aber das mache ich nicht, weil ich sowieso nur den Superfighter wahrscheinlich baue. Der Meteor ist gar nicht mal so wichtig. Der Superfighter ist viel, viel wichtiger.
Der ist schneller und stärker. Okay, dann speichern wir jetzt. Und gehen unter die Erde. Wie lautet der Befehl? Ich bin auf dem Weg. Der Feind ist in Reichweite. Ich brauche sofort Hilfe. Ich werde angegriffen. Wir öffnen jetzt das Feuer. Ich werde angegriffen. Feuerbefehl akzeptiert. Ich bin auf dem Weg. Ich brauche sofort Hilfe. Ich fahre los. Ich bin auf dem Weg. Abschusscode akzeptiert. Ich brauche sofort Hilfe. Abschusscode akzeptiert. Ich fahre los. Ja, gut, da ist gar nichts mehr. Okay. Ich fahre los. Ich bin auf dem Weg. Vorwärts. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ah, da ist ein Tunneleingang. Ziel akzeptiert. Oh, was ist Ziel da? Ziel akzeptiert. Keine Ahnung, was da Forschung ist. Forschung wurde abgeschlossen. Was sind da? Was ist das hier wieder für ein Gang, der irgendwo ins Nichts führt? Ich muss das alles erforschen. Ich fahre los. Ich bin auf dem Weg. Wo führt das hin? Ich bin auf dem Weg. Riesige Tunnelsysteme. Ich bin auf dem Weg. Der Feind ist ganz in der Nähe angekommen. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Der da entlang rennt, der schneller als der Bildschirm scrollen kann. Ich bin auf dem Weg. Außer ich scrolle mit den Pfeiltasten. Forschung wurde abgeschlossen. Ziel akzeptiert. Ich fahre los. Target lock active. The attack has commenced. Need help right away. Ich bin auf dem Weg.
Ist das hier eine Sackgasse? Vorwärts. Ne. Ich bin auf dem Weg. Noch ein Tunneleingang. Hier war ja schon einer. Wo führt der denn hin? Der führt hier hin, nach außen. Und der hier? Der ist dann wahrscheinlich mitten in der Basis. Mhm. Forschung wurde abgeschlossen. Okay. Ziel akzeptiert. Ich würde sagen, der Operationsmöglichkeit bestätigt. Meine Artillerieeinheit, die Ziel wurde ausgewählt. Ziel akzeptiert. Ich fahre los. Ich bin auf dem Weg. Ich brauche sofort Hilfe. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Ziel akzeptiert. Ich fahre los. Ich will eigentlich nur die ganzen Feinde aufspüren und dann wieder überirdisch weitermachen. Die Forschung wurde abgeschlossen. Ich bin auf dem Weg. Ich fahre los. Ich bin auf dem Weg. Ah, hier hört die Karte auf, okay. Zumindest auf der Westseite. Ich fahre los. Na, okay. Ich bin auf dem Weg. Na gut. Ich würde sagen, dann werden wir mal hier auftauchen. Ziel akzeptiert. Bitte übermitteln Sie den Befehl. Ich bin auf dem Weg. Der Feind ist ganz in der Nähe. Forschung wurde abgeschlossen. Ja, der wird nicht getroffen, gut. Ist in Reichweite. Ich will nicht sterben. Dekodierungssequenz gestartet. Operationsmöglichkeit bestätigt. Gut. Ja, natürlich. Dekodierungssequenz gestartet. Ich stehe unter schwerem Beschuss. Operationsmöglichkeit bestätigt. Bodenschätze gefördert. So schnell schon.
Funktionsmöglichkeit bestätigt. Na komm. Das ist schön, dieses Gebiet hier ist total offen. Man hat nicht irgendwelche Berge im Weg. Bodenschätze gefördert. Und ein Gebäude nach dem anderen abknallen. Wie lautet der Befehl? Ich bin auf dem Weg. Der Feind ist ganz in der Nähe. Bodenschätze gefördert. Forschung wurde abgeschlossen. Nächster Befehl, bitte. Ich bin auf dem Weg. Wie lautet der Befehl? Wir eröffnen jetzt das Feuer. Ziel akzeptiert. Das macht alles schön ganz in Ruhe, die Artillerie. Ich lasse die anderen überhaupt nicht mitmachen. Das würde nur Chaos geben. Wie lautet der Befehl? Neues Ressourcenfeld lokalisiert. So, die kann ich jetzt alle verkaufen. Ah, nein, nicht alle. Nur die noch keinen. Nur die bereits erschöpft sind. Nächster Befehl, bitte, ist in Reichweite. Vorwärts. Ich werde angegriffen. Neue Befehle kodiert. Ich werde angegriffen. Dekodierungssequenz gestartet. Ich fahre los. Neue Befehle kodiert. Bodenschätze gefördert. Bodenschätze gefördert. Wie lautet der Befehl? Vorwärts. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Triffst du nicht? Doch. Wie lautet der Befehl? Los. Forschung wurde abgeschlossen. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Operationssektor entdeckt. Ziel wurde ausgewählt. Man sollte auch einstellen können, dass man nicht nur das schwächste Ziel haben will, sondern vor allem auch das, was am meisten Schaden macht, also das stärkste Ziel. Nicht im Sinne von das stärkste Ziel mit den meisten Hitpoints, sondern das stärkste Ziel mit dem meisten Schaden. Wir eröffnen jetzt das Feuer. Ich bin auf dem Weg. Nächster Befehl, bitte. Akzeptiert. Warum triffst du nur nicht? Ach so, der trifft diese Barriere. Wie lautet der Befehl? Ich bin auf dem Weg. Ich dachte, hier in der Mitte ist wesentlich mehr los als in den südlichen Basen, aber ist es nicht. Die ist sogar ziemlich easy, die Basis. Wie lautet der Befehl? Ziel akzeptiert. Forschung wurde abgeschlossen. Ich bin auf dem Weg. Abschusscode akzeptiert. Schießt. Der Feind ist in Reichweite. Dekodierungssequenz gestartet.
Dekodierungssequenz gestartet. Operationssektor entdeckt. Feuerbefehl akzeptiert. Ich fahre los. Feuerbefehl akzeptiert. So, ich glaube, das ist es gewesen mit dieser Basis. Ziele? Zerstöre die US-Basis im Süden. Nicht die US-Basis, die UCS-Basis. Die UCS, die US sind mal gewesen. Die gibt es in diesem Spiel nicht mehr. Wie lautet der Befehl? Ich fahre los. Okay, dann bauen wir sofort hier auch Xylitkraftwerke. Da kriegt ihr so viel Geld. Und Minen. Forschung wurde abgeschlossen. Gut, dann zack unter die Erde und hierhin. Nächster Befehl, bitte. Ich bin auf dem Weg. Wie lautet Ihre Entscheidung? Fliege in benachbartes Gebiet. Und da kann ich natürlich auch noch... Das habe ich auch nicht gesehen. Da können auch noch Minen hin. Operationsmöglichkeit bestätigt. Ziel akzeptiert. Enemy spotted. Ich bin auf dem Weg. Forschung wurde abgeschlossen. Feuerbefehl akzeptiert. Ich fahre los. Ich fahre los. Das Artefakt wurde lokalisiert. Ziel akzeptiert. Operationsmöglichkeit bestätigt. Akzeptiert. Oh ja, da ist ja nicht mehr so wahnsinnig viel Neue los. Neue Richtung programmiert. Ihr könnt schon mal hier auf die Kraftwerke schießen. Bitte. Ich bin auf dem Weg. Dekodierungssequenz gestartet. Eliminierungsprozess. Forschung wurde abgeschlossen. Nächster Befehl, bitte. Okay, speichern. Ich fahre los. Der Feind ist in Reichweite. Ich will nicht sterben. Ich brauche sofort Hilfe. Wie lautet der Befehl? Vorwärts. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Der Feind ist in Reichweite. Nächster Befehl, bitte. Habe ich genügend
Strom? Ja, ja, mehr als genug. Nächster Befehl, ich bin auf dem Weg. Ich werde angegriffen. Nächster Befehl, bitte. Ziel wurde ausgewählt. Ziel akzeptiert. Ich brauche sofort Hilfe. Ich brauche sofort Hilfe. Ihr kriegt das alle schon hin. Ihr braucht keine Hilfe. Ihr könnt euch selber helfen. Ihr seid so stark. Da durch. Oh, der hat nicht mal ein Schild, aber er kommt trotzdem durch. Die Kollegen sind ganz gestartet. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Nichts, ich bin auf dem Weg. Fahre los. Operationsmöglichkeit bestätigt. Ziel akzeptiert. Nächster Befehl, bitte. Da brauchen wir gar nicht mehr lang rumzumachen. Sofort die Xylitkraftwerke bauen. Der Feind ist ganz in der Nähe. Nächster Befehl, bitte. Ich bin auf dem Weg. Man kann mit den LC so dermaßen schnell Einheiten, Basen überrollen. Weil man so schnell bauen kann. Das hat ja jetzt keine 10 Sekunden gedauert und die Gebäude, die fliegen vom Himmel.
Wie lautet der Befehl? Ich bin auf dem Weg. Ich fahre los. Der Feind ist in Reichweite. Nächste Befehl, bitte. Abschussfolge akzeptiert. Vorwärts. Operation zum Vorwärts. Das Ziel wurde ausgewählt. Das haben die ganze Zeit einfach nicht mitbekommen. Diese Einheiten sind einfach stehen geblieben. Okay, dem Beta-Sektor ist online. Hallo, Punkt. Ich wusste, dass du auf dich, dass auf dich Verlass ist. 2:0 für die Amazonen, aber noch ist keine Halbzeitpause. Wir haben noch eine Menge zu tun. Glück und Gesundheit. Das hörte sich fast schon ein bisschen nach Fang an. Ziel akzeptiert. Neo, der große Hacker. Nächster Befehl, bitte. Ich baue mal noch ein Xylit-Kraftwerk, weil hier werde ich jetzt auch gleich nochmal jede Menge Minen hinstellen. Das muss alles abgebaut werden. Dekodierungssequenz gestartet. Ziel wurde ausgewählt. Der konnte sich überhaupt nicht wehren. Nächster Befehl bitte. Vorwärts. Forschung wurde abgeschlossen. Verstanden. Und beschleunigen. Alles nur für die Forschung. So, hier haben wir doch bestimmt, das ist alles schon gefördert, ja. Und auch schon alles wieder verkauft. Jetzt kann ich mal den Transporter rufen. Ja, im Prinzip ist es das gewesen. Ne? Operationsmöglichkeit bestätigt. Ich bin auf dem Weg. Ja, Leute, ich würde sagen, den Rest kann ich euch ersparen. Das ist alles nur noch abbauen. Der Transporter ist angekommen. Von, ja. Wie lautet der Befehl? Ich bin auf dem Weg. Von Ressourcen. Forschung wurde abgeschlossen. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bodenschätze gefördert. Und dann sind wir reich wie Krösus. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Mission von Earth 2150 The Moon Project. Ciao.